Hier ist das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal vom 7. Mai 2018. Unsere Themen heute. Mahnwache gegen Gewalt. Privatinitiative fordert am Hauptbahnhof mehr Sicherheit für Bürger. Männer und Frauen mit Mut und Geschick. Das Roland-Spektakulum bleibt das beliebteste Ritterfest. Und Magnet-Gartenmarkt. Tausende zog es zum neustädtischen Markt mit Blumen und Pflanzenwünschen. Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem SKB-Journal. Der SKB hatte darüber berichtet, über den schrecklichen Überfall auf zwei junge Menschen am Hauptbahnhof. Eines der Opfer musste tagelang im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter, vermutlich Tschetschenen, sind bis heute nicht gefasst. Jetzt ergriffen einige Bürger die Initiative. In Form einer Mahnwache am Hauptbahnhof am Freitagabend. Mit dieser Aktion wollten sie noch einmal an die schreckliche Tat erinnern, die sich vor kurzem an einem Freitagabend gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel ereignete. Da wurden zwei junge Menschen getreten und geschlagen. Einer wurde schwer verletzt, weil er am Boden liegend noch getreten wurde. Nur durch das beherzte Auftreten einer Autofahrerin, die plötzlich anhielt, hörten die Schläger, vermutlich Tschetschenen, auf das Opfer einzutreten. Eine Privatinitiative von Bürgern machte bei der Protestkundgebung nun noch einmal auf die gewachsene Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft aufmerksam. Heike Schwenk gehörte zu den Organisatoren und erzählt dem SKB, warum sie hier steht und protestiert. Da ich auch Enkelkinder habe und auch einen Enkelsohn in dem Alter, der eine halbe Stunde zuvor oder danach dieselbe Strecke hier abgelaufen ist und er hätte genauso Opfer sein können, hat mich das auch bewogen, einfach mal die Brandenburger wachzurütteln, weil ich das nicht verstehen kann. Es ist hier ein Zug angekommen, es waren Leute unterwegs, dass es so stillschweigend, so lang, sang- und klanglos vonstatten gehen konnte. Und unser Ansinnen ist es, ob es häusliche Gewalt ist oder im Umfeld oder wie auch immer, einfach die Brandenburger auch mal aufzurütteln und sagen, Mensch, guck doch mal hin, was macht der Nachbar oder was passiert demjenigen auf der Straße, und nicht immer einfach nur die Augen zu und weg. Sie und die anderen Mitstreiter, die gekommen sind, um zu informieren, haben ein Problem mit der Sicherheitslage in der Havelstadt. Wir finden, Brandenburg ist unsicher geworden. Brandenburger muss das Gefühl kriegen, er ist sicherer, er ist auch auf den Hauptbahnhof sicherer. Es waren ja auch Kommentare zu lesen, dass Männer, erwachsene Männer geschrieben haben, sie trauen sich kaum noch zum Bahnhof oder zurück, die dann nachts ankommen oder abends zur Arbeit fahren. Selbst die sind verunsichert. Und dann, was sollen unsere Kinder da machen? Ja? Die haben ja gar keine Chance mehr. Einfach die Sicherheit, die muss deutlich mehr werden. Bis heute sind die Tschetschenen, die als mutmaßliche Täter gelten, nicht gefasst. Das beruhigt die Bürger auch nicht gerade. Frank Nossack sagt, es müsste mal von Seiten der Justiz ein Zeichen gesetzt werden. Es geht doch darum, die Täter mal nachhaltig zu bestrafen. Da spielt erstmal ja keine Rolle, die Nationalität ist erstmal uninteressant. Natürlich ist es ein Problem, dass viele Gewaltstraftäter mit derzeitigen Migrationshintergrund haben, außer Flüchtlingsszene stammen. Das bindet ja in sich, dass das pauschalisiert wird. Es wird pauschalisiert. Aber was mich auch stört, ist dieses ständige Kleingerede. Es sind eben keine Einzelfälle. Und der Staat hat das Gewaltmonopol. Ich möchte mich als Bürger nicht bewaffnen. Ich möchte mich nicht strafbar machen. Keine US-Verhältnisse. Ja, ich möchte hier nicht mit einer Waffe durch die Gegend laufen. Ich möchte, dass der Staat die Bürger im öffentlichen Raum schützen kann, nachhaltig schützen kann. Viele Bürger, wie Frank Nossack, der selbst Sozialarbeiter ist, finden die Abschiebepraxis auch nicht konsequent genug. Wenn jetzt Straftaten, sagen wir, von Menschen mit Migrationshintergrund, sprich von Flüchtlingen aussehen, dann muss das nachhaltig bestraft werden, dann müssen sie dieses Land verlassen, wenn sie sich an die Gesetze halten wollen. Jeder Bürger, der hier lebt, ob das, egal welcher Herkunft er ist, hat sich an die geltenden Gesetze zu halten, und der Staat hat dieses geltende Recht durchzusetzen. Das ist nicht an uns Bürgern, hier in irgendeiner Form Selbstjustiz zu üben. Dann haben wir nämlich amerikanische Verhältnisse. Und wenn der Staat nicht bald etwas dagegen tut, dann werden wir diese Verhältnisse bekommen. Irgendwann werden sich die Bürger bewaffnen. Das ist die Befürchtung, die wir haben. Man sollte die Befürchtungen der Bürger ernst nehmen. Gewalt sollte in unserer Stadt kein Mittel sein. Und man sollte sich daran auch erst einmal gar nicht gewöhnen. Schade war, wie auch viele Protestteilnehmer meinten, dass Oberbürgermeister Scheller an der Mahnwache nicht teilgenommen hat. Die Bürger fühlen sich manchmal halt auch alleine gelassen.
Bei 4 noch ausstehenden Stichwahlen bei den Landtagswahlen zeigte sich vor allem eins: Der Wähler blieb zu Hause. Und so geschah es, dass in 2 Landkreisen das notwendige Quorum nicht erreicht wurde. So verfehlte SPD-Kandidat Ralf Reinhardt in Ostprignitz-Ruppin das Quorum, ebenso wie in Barnim der SPD-Landrat Daniel Kurt. Nur die beiden CDU-Landräte Carina Dörck in der Uckermark und Spree-Neiße Harald Altekrüger, der sich gegen den AfD-Kandidaten durchsetzte, konnten gewählt werden. In den beiden Kreisen, in denen das Quorum nicht erfüllt wurde, muss nun der Landrat vom Kreistag gewählt werden. Diese Maßnahme wird am heutigen Montag vom Verein Mehr Demokratie Berlin-Brandenburg scharf gerügt. Der Verband forderte eine Wahlrechtsreform. Es könne nicht sein, dass der Bürgerwille völlig unter den Tisch gekehrt werde. Außerdem, so der Fachverband, müsse darüber diskutiert werden, die 8-jährige Amtszeit eines Landrates auf 5 Jahre zu verkürzen. Und vom Land kommen wir wieder zurück in die Havelstadt. Am Wochenende gab es das 19. Roland-Spektakulum im Slawendorf. Fliegende Messer und ein Apfel. Der Mittelalter-Entertainer Arne Feuerschlund beeindruckte mit seinen Kunststücken die Gäste beim Roland-Spektakulum. Und das immer mit einer Portion Humor. Und ich werde euch jetzt teilhaben lassen an einem Akt in 3 Hapseln. 1, 4, 8. Leben wie im Mittelalter. Das Slawendorf bietet dazu eine einzigartige Kulisse. Kinder konnten das mittelalterliche Handwerk einmal selbst ausüben, wie hier zum Beispiel beim Filzen. So sehen die am Anfang aus. Für die Erwachsenen gab es Bier und Fruchtwein zum Genießen. Das Roland-Spektakulum wird vom Altstädter Verein organisiert. Im nächsten Jahr gibt es dann bereits die 20. Auflage. Chance für alle, die gerne im Chor singen. Das Mitsingkonzert, veranstaltet vom Brandenburger Theater. Wenn Sie einmal mit großem Orchester und Gesangssolisten auftreten möchten, Gelegenheit für Sie besteht am 2. Juni. Auf dem Programm Haydns Oratorium Die Schöpfung. Aufführungsort die St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Wer kann mitmachen? Eingeladen zum Mitsingen sind Einzelpersonen als auch Vokalensembles. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Sie haben 3 Proben bis zum Konzert am 2. Juni. Anmeldung möglich an der Theaterkasse oder im Internet unter www.brandenburgertheater.de. Anmeldeschluss ist der 15. Mai. Haydns Die Schöpfung mit den Brandenburger Symphonikern. Das Mitsingkonzert. Karten zum Preis von 15 Euro für das Mitsingkonzert an der Theaterkasse, an der Abendkasse in der Katharinenkirche oder telefonisch unter 03381 511 111. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Der Gartenmarkt am Wochenende wurde von den Freunden der grünen Klassiker regelrecht überrannt. Wie ein Magnet lockte das Blüten- und Pflanzenspektakel auf dem neustädtischen Markt bei herrlichem Sonnenschein tausende Besucher an.
Und die Kunden kauften, als gäbe es keinen Morgen mehr. Überall, wie hier am Stand von Andreas Fröhlich, deckten sich die Besucher ein. Diese Dame kauft einmal im Jahr, immer nur bei Andreas, wie sie sagt. Und dann aber gleich richtig. Da kommt das ganze Programm, das ganze Sortiment ins Auto. Erdbeerpflanzen, Tomatenpflanzen, Paprikapflanzen, Blumen. Was haben wir noch geholt? Tränen und Herz, alle dabei. Alles. Ja, was? Und immer bei Andreas. Für den Garten. Für meinen Garten, für Muttis Garten, für Omas Garten. Überhaupt geht der Trend immer mehr zu Gemüse, Obst und Kräuter. Selbst ist der Mann oder die Frau. Man will in seinem eigenen Garten anbauen und pflanzen. Und die meisten, die hierher auf den Gartenmarkt kommen, haben ja auch den grünen Daumen und kaufen ganz zielbewusst ein. Wir kaufen immer Kräuter, ja, ich kaufe immer Kräuter. Was sind das für Kräuter hier? Also Knoblauch und Cranberry, Heidelbeeren, Minze. Ist besser, als wenn man es irgendwie aus der Dose holt, oder? Richtig. Es kommt dann in den Garten, in den Heimischen, und man guckt zu, wie es wächst. Okay. Und das hat immer geklappt oder so? Mit dem das Wachsen? Klappt immer, ja, ja. Sie schaffen das? Wir schaffen das, ja. Ich schaffe das. Nicht schaffen. Okay. Darüber freuten sich an diesem Wochenende auch die Verkäufer. Andreas Fröhlich war auf den Ansturm vorbereitet und für seine Kunden hatte er eine breite Auswahl angeboten. Man hat es ihm förmlich aus der Hand gerissen. Wir haben sehr viel verkauft an Ampelpflanzen, sind halt sehr viel gelaufen oder sehr gut gelaufen, wollen immer so. Rhododendron waren heute auch mal der Burner. Ja, ansonsten viel kleinen Bedarf, also sprich Paprika, Tomaten, Kohlrabi, das ganze Gemüsesortiment. Ja. Und wie gesagt, dann viel Balkonbepflanzung, bitte Balkonbepflanzung. Jetzt haben wir ja leider ein bisschen Mittagspause. Deswegen ist der Gartenmarkt für ihn immer die Top-Adresse, ein richtiger Verkaufsschlager. Jedes Jahr, jedes Jahr. Ist auch echt eine Hausnummer. Da kann man echt nichts sagen dagegen. Solange wir das schaffen, sind wir jedes Jahr wieder da. Ja, wie gesagt, auch gerne hier. Macht Spaß. Ganz hoch im Kurs standen aber an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, die Geranien. Da werden die Züchtungen immer exotischer und farbenfroher. Dieses Ehepaar hatte die Qual der Wahl. Entweder Geranien oder Pelargonien, das wissen wir noch nicht genau. Warum? Weil das so da dran steht und da steht das dran. Ach so. Ja. Ja, das ist jetzt. Wo kommen die auf dem Balkon, oder? Nee. Nee, im Garten. Ans Fenster, im Blumenkasten. Ah. Und haben sie jedes Jahr? Ja, und sind die hier immer oder hier immer? Ja, die ankeln ja dann schön runter und sieht es gut aus. Und die halten dann nicht länger als ein Jahr, oder? Im Keller, bisschen dunkel, abschneiden. Ja, schön sehen die aus. Ja, sind doch wunderschön. Deswegen wollen wir die auch mitnehmen. Und ist ihr Hobby? So nee, ach. Einfach bloß, damit das Fenster nicht so kahl aussieht. Überhaupt der Garten, das scheint das Lieblingskind der Brandenburger zu sein. So viele Klein- und Hobbygärtner, die sich versorgten mit allem, was die Natur hergibt. Rosmarin, Oregano oder Thymian. Der Pflanzenfreund holte sich alles ins Beet. Seit 2008 organisiert die Stadtmarketing den Gartenmarkt. Er ist heute beliebter denn je. Wir kommen zu den Fußballergebnissen vom Wochenende. Optik Rathenow konnte seinen Heimvorteil nutzen und schickte den ersten FC Frankfurt nach einem 2:0-Sieg wieder nach Hause. Auch der BSC Süd 05 spielte auf heimischen Rasen, kam aber nicht so richtig aus der Komfortzone raus. Strausberg obsiegte mit 3:0 und der FC Stahl war am Freitagabend in Bernau erfolgreich. Mit einem 2:1-Sieg ging es dann für die Stahlelf ins verdiente Wochenende. Und damit kommen wir auch schon zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Am Dienstag ist der Ohne-Socken-Tag und am Mittwoch ist Tag der verlorenen Socke. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn die Temperaturen werden richtige Sandalentemperaturen. Am Dienstag scheint die Sonne bei einem klaren Himmel ganze 14 Stunden lang. Es werden 27 Grad. Am Mittwoch sieht es genauso aus, ebenfalls warme 27 Grad und Sonnenschein. Und an Christi Himmelfahrt am Donnerstag werden es 26 Grad. Es scheint zwar auch die Sonne, aber zum Abend hin kann es gewittrig werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 64%. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Montag. Weiter geht es jetzt mit einer neuen Ausgabe vom SKB-Talk-Redaktionsbesuch. Mein Kollege Gerd Glaser ist im Gespräch mit der Landesministerin für Arbeit und Soziales, Diana Golze. Ich wünsche gute Unterhaltung und verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Talk-Redaktionsbesuch. Wir haben heute eine Dame bei uns eingeladen, die schon öfter da war. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass sie da ist, nämlich unsere Arbeits- und Sozialministerin des Landes Brandenburgs, Diana Golze. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön.
Ja, Frau Golz, ich freue mich deswegen ganz besonders, weil Sie ja auch nun lange krank waren und natürlich haben viele das auch gehört, gelesen, gesehen, was mit Ihnen passiert ist. Sie sind, hatten einen schweren Schicksalsschlag hinter sich zu bringen, der sicherlich Ihr ganzes Leben sicherlich prägen wird und der sicherlich nie so ganz vorbeigehen wird, wenn sowas passiert. Sie waren im Urlaub gewesen, ich glaube in Norditalien war das. Und dann kam es da zu einem fürchterlichen Sturm, Tornado ähnlich. War das, glaube ich. Ja, genau. Es gab auch keine Vorwarnung. Ich kannte so solche Tornados bislang nur aus Science-Fiction-Filmen, also auch ohne Zeit nachdenken oder irgendwie reagieren zu können. Und ja, aber ich, also gemessen an dem, was mir passiert ist, geht es mir gut. Ich werde keine Stabhochspringerin mehr werden, aber das hatte ich sowieso nicht vor. Insofern ja, habe ich es eigentlich ganz glücklich überstanden. Ich war froh, dass meinem Mann und meinen Kindern auch nichts Schlimmes passiert ist. Ne? Oder ja, ein paar Schrammen und blaue Flecken und natürlich der Schreck und das mitzuerleben. Ja, also meine Kinder lagen rechts und links vor mir im Zelt unter dem Baum verkeilt und das ist natürlich für alle eine total unangenehme Situation und wir hatten da auch alle noch lange mit zu tun. Und ein bisschen ist es bei mir auch heute noch, wenn so also im Oktober der Herbststurm über Brandenburg zog oder wenn es jetzt irgendwie Geräusche gibt, die mich daran erinnern, das vergisst man nicht. Da ist man schnell wieder mit den Bildern konfrontiert. Aber die Hilfsleistungen auch so im Krankenhaus und so, da waren Sie ja sehr zufrieden, wie sich um Sie gekümmert wurde. So. Ja, wir hatten großes Glück erstmal schon damit, dass zwei deutsche Rettungssanitäter zufällig dort auch Urlaub gemacht haben, auf demselben Zeltplatz waren und ihr Equipment dabei hatten und mich schon erst versorgen konnten. Wir konnten uns auch gut verständigen dadurch, weil ja durch diese entwurzelten Bäume weit und breit alle Straßen versperrt waren. Es kam kein Krankenwagen so schnell durch und die konnten mir dann schon, ja, die Erstversorgung geben und mich auch ja, irgendwie auch beruhigen und überhaupt, es wollten ja viele Menschen helfen, ich habe das ja so ein bisschen auch mitbekommen und die dann auch gleich dafür gesorgt haben, dass ich also nicht bewegt werde und weil schon absehbar war, dass es eben eine Rückenverletzung ist. Und die sich da auskannten noch? Die sich da eben mit auskannten und die auch dem Notarzt, der dann kam, sofort alle Daten geben konnten und quasi so eine erste Diagnose schon machen konnten. Und der Notarzt hat dann auch sehr klug reagiert, hat sofort eben angewiesen, dass ich in eine Spezialklinik komme, die eben auf Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert war, dort in Treviso. Und also im Nachgang, ich habe das ja alles erst viele Wochen später so richtig realisiert und mich haben auch dann Menschen angeschrieben, die da bei der Hilfe auch die. Man musste mich ja auch erstmal finden, die Kinder und mich unter diesem Zelt und unter dem Baum. Und ich habe das dann alles erst viel später so realisiert und ich habe wirklich in vielen Fragen echt Glück gehabt. Es hätte das Knochenmark treffen können, es hätte viel schlimmer ausgehen können, ich hätte falsch bewegt werden können, falsch versorgt werden können. Also auch die Ärztinnen und Ärzte haben dort Tolles geleistet. Die sind auf Nummer sicher gegangen, die haben mich großflächig stabilisiert und inzwischen ist da ein Teil des Materials hier in Deutschland bei einer zweiten OP wieder entnommen worden. Das bringt mir mehr Beweglichkeit, trotzdem bin ich stabil und da bin ich sehr froh, dass ich so jetzt vor Ihnen sitzen kann. Meine Güte, ja. Dass das doch noch so glimpflich letztlich ausgegangen ist, wenn sowas passiert. Aber das hat ja dann doch eine ganze Menge Pause von der Politik gebracht. Ne? Da waren Sie ein paar Monate ja gar nicht mehr aktiv. Ja, das ist im August passiert. Ich bin dann im November wieder eingestiegen sozusagen. Es gibt kein Hamburger Modell für Ministerinnen und Minister. Also ich bin in der ganzen Zeit durch meine Staatssekretärin vertreten worden, die auch auf ihren Jahresurlaub verzichtet hat. Und die Abteilungsleitungen in meinem Haus haben viel übernommen. Es wurde natürlich auch viel dann geschoben an Terminen, die jetzt nicht ganz so zeitlich drängend waren. Da bin ich immer noch dabei, ein Stück weit davon abzuarbeiten. Aber im ganzen Allgemeinen, ich habe mich auch bei den Kolleginnen im Ministerium dafür bedankt, wie toll das zu erleben war, dass alle einspringen und dass alle mithelfen und dass auch ganz viel Anteilnahme eben einfach da ist und alle gesagt haben, du nimmst dir jetzt die Zeit, die du brauchst und wir wollen, dass du wieder zurückkommst. Und ist ja auch wichtiger als alles andere, die Gesundheit. Ich meine, das denken Sie ja wahrscheinlich jetzt auch.
Ich glaube, dass sich dann doch einiges verschiebt, wenn man sowas erlebt hat. Ja, oder auf jeden Fall. Also vielleicht doch nicht mehr jede politische Sachfrage für so wichtig hält, wie man sie vielleicht vorher gehalten hat. Oder ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich hab beschlossen, mich nicht mehr zu ärgern über bestimmte Dinge. Ja. Also ich habe auch gelernt, dass man das tatsächlich kann. Also man kann beschließen, sich nicht ärgern zu lassen. Kann man? Das funktioniert. Also ich schaffe das nicht so ganz. In großen Teilen funktioniert das doch, weil eben man andere Prioritäten hat und weil man festgestellt hat, dass es andere Dinge gibt außerhalb dieser Glocke, in der man ein Stück weit eben auch steckt, auch innerhalb der Politik, dass man sich so im Umkreis seines Pressespiegels irgendwie bewegt. Und es gibt so viele Dinge da draußen, die viel wichtiger sind. Das ist mir wirklich sehr bewusst geworden. Als Sie dann zurückgekommen sind in den Landtag nach Potsdam und ins Ministeramt, haben Sie dann erst einmal, naja gut, informiert waren Sie ja trotz alledem die ganze Zeit über. Es ist ja nicht so, dass jetzt von heute auf morgen in der heutigen Welt oder der heutigen Zeit ist man ja immer informiert. Hatte sich da irgendwas verändert oder wie haben Sie das dann erlebt oder gesehen oder? Ich weiß nicht, ob sich was verändert hat, aber man nimmt das natürlich mit einem anderen Blick dann wahr. Mhm. Also meine erste Sitzung dann war eine Kabinettssitzung, eine auswärtige Kabinettssitzung in der Prignitz. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass auch die Kollegen mich da eben so herzlich auch wieder begrüßt haben. Und ja, man nimmt dann auch bestimmte Diskussionen anders wahr. Kurz danach kam die Absage der Verwaltungsstrukturreform, die natürlich einen großen Teil unserer Arbeit ausgemacht hat, wo ich aber gesagt habe, das nützt jetzt gar nichts, nur nach hinten zu schauen, was vielleicht alles schiefgegangen ist und was man hätte anders machen können und wer jetzt an was Schuld trägt, sondern wir müssen jetzt nach vorne schauen und wir müssen gucken, wie wir vielleicht Teile dessen, was wir auch an positiven Dingen damit ja auch bewegen wollten, trotzdem machen können. Und dann ging es darum, den Nachtragshaushalt aufzustellen. Also ich war sofort wieder drin in der Arbeit und mit dem Blick nach vorn und habe versucht, auch das auch zu vermitteln. Auch Menschen um mich herum, die eben total in der Mühle drinsteckten, wo ich gesagt habe, das bringt gar nichts, nach hinten zu schauen. Wir müssen nach vorne gucken. Sie haben das Stichwort selbst gegeben, diese Kreisreform, die dann ja versenkt werden musste von Ministerpräsident Woidke in einer Erklärung, die war ja höchst umstritten über all die Zeit, über all die, naja, sagen wir mal, zwei Jahre, als die zum ersten Mal dann auf der Regionalkonferenz vorgestellt wurde, damals von Minister Schröter. Und ich kann mich noch erinnern, als Sie damals saßen hier, da haben Sie ja auch damals schon gesagt, naja, die Linke sieht das ja auch nicht ganz so euphorisch und man sollte vielleicht auch die Bürger mehr da mitnehmen und vielleicht auch abstimmen lassen, dann eine Volksabstimmung oder Volksbefragung, wie Sie es damals formuliert haben, was dann ja auch geschah. Es gab ja diese Volksinitiative und es gab ja vor allen Dingen diese große Kritik aus der ganzen kommunalpolitischen Familie, egal welche Farbe der Landrat hatte, ob das jetzt sehr blasig war oder wie auch immer, vom Städtebund, Gemeindebund, das waren die Oberbürgermeister aller Städte. Diese Kritik, hat man die nicht genug ernst genommen über all die Zeit oder über all die Jahre, dass das dann so enden musste, dass man... Nein, ich würde eher sogar anders sagen. Wir haben ja den Raum für diese Kritik eben auch eingeräumt. Wir wollten, dass die Menschen, die ja sozusagen davon am meisten betroffen sind, die sozusagen das ja auch dann umsetzen, dass die einbezogen werden in diese ganze Debatte. Wir haben es eben nicht gemacht wie Rot-Schwarz war das, glaube ich, damals in Mecklenburg-Vorpommern, die von jetzt auf gleich das beschlossen haben und dann die Menschen zwei Jahre später gemerkt haben, was da eigentlich passiert ist. Und erst dann so eine Gegenbewegung kam und die Leute verinnerlicht haben, okay, hier wird über unsere Köpfe entschieden, ohne dass wir die Möglichkeit hatten, da mitzureden. Und das genau wollte die Linke in Brandenburg eben nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir solche Verwaltungsstrukturreformen machen, die soll ja dann auch nachhaltig sein, die soll, das ist kein Klein-Klein, das ist dann schon eine doch deutliche Umgestaltung von brandenburgischen Verwaltungsstrukturen, von Abläufen, von Kreisgrenzen. Und dabei wollten wir die Menschen mit einbeziehen. Deshalb haben wir Wert gelegt, zum Beispiel auf diese Regionalkonferenzen, auf die Möglichkeit, sich einzubringen. Dass natürlich Menschen, die in Ämtern sind, die dann selbst davon betroffen sind, also zum Beispiel Landräte oder Oberbürgermeister von Landkreisen, die in anderen neuen Strukturen aufgehen sollten, dass die nicht unbedingt zu den Fans dieser Reform gehören, das war von Anfang an Die Bürger waren ja auch keine Fans. Aber es ging ja um die Menschen, dass dabei natürlich auch von interessierter Seite Ängste geschürt worden sind, die mit der Strukturreform an sich gar nichts zu tun hatten. Also ich nehme mal jetzt ein Beispiel aus meinem Ressort. Es wurde behauptet, dass
dass Krankenhäuser geschlossen würden, dass die medizinische Versorgung nicht mehr sichergestellt würde in neuen Verwaltungsstrukturen. Das war natürlich bewusst gestreut, bewusst geschürte Angst, die aber keinen wirklichen Tatsachenboden hatte. Also, naja gut, es wurde halt gesagt, dass die Krankenhäuser in anderer Verantwortung dann stehen, aber dass sie jetzt geschlossen werden. Ja, aber sag mal, das städtische Klinikum Brandenburg an der Havel wäre weiter ein städtisches Klinikum Brandenburg an der Havel geblieben. Und insofern ist da schon auch viel an Verunsicherung geschürt worden, die dann dazu beigetragen hat, dass die Menschen eine eher ablehnende Meinung zu dieser Strukturreform hatten. Und naja, es hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass der Bürger natürlich auch so Selbstbewusstsein hat, wenn er in einer kreisfreien Stadt lebt und die dann natürlich auch als eine besondere Einheit sieht, so wie eben der Brandenburger hier in dieser Stadt oder der Cottbuser in Cottbus, und dass dann nur noch Potsdam übrig bleiben soll, das hat natürlich auch vielen psychologisch auch gar nicht gefallen. Das darf man natürlich auch nicht so ganz Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Diskussion über die Fusion von Berlin und Brandenburg. Damals haben wir auch immer die Meinung vertreten, sowas muss ein Stück weit von unten wachsen. Ich komme ja aus Rathenow. Es gibt seit vielen Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit in vielen Fragen mit Brandenburg an der Havel und auch mit Potsdam-Mittelmark. Region West-Brandenburg, genau. Also die Bundesgartenschau war ja ein sehr deutliches Symbol dafür. Und sowas muss eben wachsen, sowas muss gewollt sein, das muss von unten entstehen und solche Verwaltungsstrukturen sind dort eigentlich nicht vordergründig. Also eine Buga hat auch funktioniert, wenn es mehrere Landkreise und eine kreisfreie Stadt waren. Und so kann es bei anderen Sachen eben auch passieren. Und wenn diese Zusammenarbeit läuft, dann kann man irgendwann auch sagen, naja, vielleicht braucht es dann auch nur eine Verwaltung weniger. Also das gut, mittlerweile hat sich das Verhältnis auch zwischen Brandenburg-Havel und der Landesregierung ja auch entspannt, wie Oberbürgermeister Scheller in der letzten Stadtverordnetenversammlung sagte. Er hat ja Woidke getroffen und mittlerweile. Und klar, natürlich geht es auch ums Geld, um die finanzielle Ausstattung der Stadt. Und klar, aber da tut sich ja jetzt auch einiges. Ein Teil der Kassenkredite der Stadt übernimmt die Landesregierung im erheblichen Satz. Und von daher sieht das jetzt ein bisschen entspannter aus. Ihre Partei hat das ja auch gar nicht so geschadet. Jetzt insgesamt, wenn man die letzten Umfragen so anschaut, sind die Linken ja relativ stabil bei 17%, aber die SPD ist ja donnernd nach unten gekracht. Das heißt, so sicher ist dann auch eine SPD-Linke-Koalition nach der nächsten Landtagswahl 19 auch nicht mehr. Ja, die großen Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ne? Wir werden im nächsten Jahr erst einmal Kommunal- und Europawahlen haben. Das wird schon mal ein deutlicher Fingerzeig sein, inwieweit die Parteien hier im Land vor Ort auch verankert sind. Da geht es ja, also gerade eine Kommunalwahl ist ja eine sehr starke Personenwahl. Da geht es weniger um Parteilisten, sondern die Menschen gucken sich schon sehr genau an, wer dort steht. Mein Mann hat das selber mal erlebt bei einer Wahl zum Kreistag, als er gesagt hat, ja, setz mich mit drauf, aber ganz weit hinten, und die Leute lesen wirklich die ganze Liste und er ist trotzdem nach oben dann gewählt worden. Daran merkt man eben, dass die schon sich das sehr genau anschauen und sehr genau entscheiden, und sie haben ja auch bei der Kommunalwahl die Möglichkeit, ihre Stimmen zu verteilen, also auch nach Belieben zu mischen zwischen den verschiedenen Parteien. Sie müssen sich dann nicht für eine entscheiden, und das wird deshalb auch schon so ein erster Fingerzeig sein. Die Europawahl natürlich, alle Parteien müssen versuchen, auch den Menschen deutlich zu machen, die Verbindung auch zwischen dem Kommunalen hier vor Ort, was bei uns passiert und welchen Einfluss Europa darauf hat. Das wird, glaube ich, so eine wichtige Frage dabei sein. Und dann im Herbst 2019 die Landtagswahl. Momentan sieht es eben so aus, dass vier Parteien relativ stark sind, relativ gleich aufliegen, plus minus ein paar Prozentpunkte. Und da gibt es ja bei Umfragen auch immer Unklarheiten und Abweichungen. Das heißt, es wird für die Menschen nicht einfach werden. Sie müssen sich dann auch irgendwie entscheiden. Und vor allem müssen die demokratischen Parteien erreichen, dass die Menschen überhaupt diese Wahl treffen und zur Wahl gehen. Das wird für alle die große Herausforderung sein. Und dass man dann seine Stimme nicht einer